Denn die EU hatte vor der jetzigen, jetzt haben sie ja wirklich in diesem 7-Jahres-Zeitraum vor, was zu machen. Ich finde das auch wichtig, dass wir innerhalb der Europäischen Union so einen gleichen Kern bekommen an Rechten und an Privilegien, die damit verbunden sind. Aber es gab vorher schon die Möglichkeit für die Nationalstaaten, sich an der Evaluierung zu beteiligen. Da war Deutschland gar nicht dabei. So, dann habe ich das ja schon 2018 beantragt, dass wir uns um einen europäischen Teilhabeausweis bemühen, der bestimmte Dinge festschreibt, der Dinge einfacher macht, der auch neue Entwicklungen mit in den Blick nimmt. Also beispielsweise die jetzt in Ansätzen kommenden Assistenztiere anders mit verankert, mit Zugriffsrechten, mit Zutrittsrechten und anderen Dingen mehr. So, jetzt kommt in der Europäischen Union was und das wird nicht genutzt, um zu sagen, da sind wir jetzt ganz vorne mit dabei und wir geben Beispiel. Sondern wir warten darauf, dass von dort irgendwas kommt und so lange passiert bei uns nichts. Das finde ich nicht überzeugend. Ich glaube, dass wir hier wesentlich schneller voranschreiten müssen. Und auch das, was mit dem Teilhabestärkungsgesetz jetzt auf den Weg gebracht wird, das ist natürlich alles eine Verbesserung zum Status quo. Aber es springt extrem kurz, insbesondere bei den Assistenztieren und auch bei der Frage, wo kann ich eigentlich wie meine Rechte ganz einfach deutlich machen. Da müssen wir schneller und besser werden. Wir können nicht auf die EU in 7 Jahren warten. Das ist eine Aufgabe jetzt spätestens der nächsten Wahlperiode.